Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 12. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und bekommt einen Einfluss von Stern Spica. Spica war von Ägypter verehrt, das ist die Göttin Hathor, und symbolisiert Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit, Lebensfreude. Die Ägypter haben auch erzählt, dass Hathor begleitet die verstorbenen Seelen sehr liebevoll, mütterlich, im Bereich, in diesem Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Mond bekommt auch einen Einfluss von Skat. Skat ist ein Doppelstern und hat die Farbe blau-weiß und bedeutet übersetzt ein Wunsch. Und Wünsche haben wir und wir sollen auch diese Wünsche auch ernst nehmen, als Ziele setzen und wenn das realistisch ist, ist auch erreichbar. Also heute dürfen wir etwas wünschen und das sollen wir auch tun. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Waage. Und wie wirkt es auch aus auf den Wiedergeborenen? Ein Aufstieg, etwas ins Licht zu bringen, veröffentlichen oder sich präsentieren, mal in Mitte zu stellen, wahrgenommen werden. Dieser Bedürfnis haben die Wiedergeborenen zurzeit. Veränderungen, Umbrüche sind möglich. Die Wiedergeborenen treffen gerade wichtige Entscheidungen, aber die innere Unsicherheit ist spürbar. Ein Hindernis gibt auch, wenn wir noch nicht beendet haben etwas, kann uns hindern bei einem Neuanfang oder wäre wichtig loslassen, von etwas verabschieden, weil die Vergangenheit kann uns auch hindern bei diesen Veränderungen, bei diesem Neuanfang. Merkur bewegt sich auch in Tierkreiszeichen wieder und hat eine rückläufige Phase zurzeit und das kann bedeuten, dass die Gespräche nehmen etwas zurück, es ist etwas gebremst, man hat auch das Gefühl, es geht nichts voran, aber eine Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Also wieder Kontakte mit jemandem in Vergangenheit oder karmischen Themen kann auch sein. Und das ist natürlich spürbar bei den Wiedergeborenen. Nun, Merkur steht in Osthorizont oder steigt in Osthorizont auf, noch vor Sonnenaufgang. Und das hat auch eine Bedeutung. Das sind die Geheimnisse, die geheime Haltung, was die Gespräche betrifft. Das kann bedeuten, wir sollen gerade schweigen oder anderen haben ihre Geheimnisse, sie verbergen etwas und wir sollen auch mal hinter den Kulissen schauen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft und da haben die Stiergeborenen gerade Glück, weil das kommt alles in Form. Sie sollen auch auf ihren Träume hören. Vielleicht haben gerade ein wichtiger Traum und das vermittelt eine wichtige Botschaft. Oder sollen sie intuitiv handeln, weil das ist gerade ein Vorteil für die Stiergeborenen, kommt auch alles im Fluss. Die Stiergeborenen haben auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden und sie werden auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, gerade die Werte, Wertschätzung und die Finanzen.
Es ist aber nicht der richtige Augenblick, investieren oder handeln oder einen Vertrag unterschreiben, weil das kann zum Verlust führen. Etwas vorbereiten, ja, aber noch nicht aktiv sein. In die Liebepartnerschaft kommt etwas in Form, also diese Sicherheit, Stabilität in Partnerschaft spüren natürlich auch die Zwillingsgeborenen, also nicht unsicher sein. Auch wenn heute ein ungutes Gefühl ist oder entsteht Angst oder Unsicherheit, aber ein bisschen Geduld noch, die Bestätigung, die Bewegung kommt in die Tage. Die Tierkreiszeichen, Krebsgeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und auch die Ruhe, weil in Ruhe liegt die Kraft und das brauchen die Krebsgeborenen momentan, weil es alles zu viel und sie fühlen sich müde und erschöpft und kraftlos. Wo sie Glück haben, das ist die Liebepartnerschaft, das ist eine schöne fließende, ich könnte sagen Liebesenergie, aber nicht nur diese Liebesenergie haben die Krebsgeborenen, sondern auch eine Heilenergie. Wichtig ist, dass die Ruhe bewahren und nicht zu viel unternehmen, sonst gibt die inneren Gleichgewicht und führt das zum Stress. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmischen Themen gerade, eine neue Aufgabe oder eine Aufgabe, was ein Neuanfang bedeuten kann bei den Löwengeborenen. Sie spüren auch diese schöpferische Kraft in sich und mit dieser Kraft können einiges bewegen. Und das motiviert die Löwengeborenen gerade Entscheidungen zu treffen und für einen Neuanfang. Wo sie Einschränkungen haben, das ist gerade die Liebe, Partnerschaft, ein bisschen Geduld noch, bis das alles gut läuft und können sie die Löwengeborenen aufatmen. Kann auch bedeuten, dass sie noch etwas festhalten und es bremst etwas, zu einer vernünftigen Partnerschaft einzugehen. Entweder noch eine bestehende Partnerschaft, was die Löwengeborenen eigentlich beenden möchten, oder diese Bremse kann auch die eigenen Zweifel oder Angst sein. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich in beruflichen Situationen immer noch eingeschränkt. Entweder bekommen zu wenig Anerkennung oder sind sie unzufrieden im Arbeitsplatz. Natürlich leidet auch die Gesundheit darunter und sie sollen auch auf die Gesundheit auch achten. Es ist auch wichtig, die gesunde Ernährung oder Bewegung, also sollen mit diesem Thema, was sehr nahe steht bei den Jungfraugeborenen, für die ist es auch sehr wichtig, um die Gesundheit auch kümmern. In die Liebepartnerschaft haben die Jungfraugeborenen Glück, eine schöne Liebesenergie, aber sie sollen auf die Gesundheit achten und auf dem inneren Gleichgewicht. Bei den Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtiges Thema die berufliche Situation, aber auch die Liebepartnerschaft. Sie suchen ihren Platz und sie stehen gerade vor Veränderungen und Entscheidungen. Aber sie sollen nicht allzu lange überlegen und alles abwägen, sondern das hilft, wenn man nach Gefühl spontan die Entscheidung trifft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben das Gefühl, es läuft etwas ungerecht. Oder haben sie rechtliche Themen und es ist alles so undeutlich und unklar und momentan ist es gar nicht möglich, das zu klären. Und diese rechtliche Lage oder diese Ungerechtigkeit trifft nicht nur die Skorpiongeborenen, sondern auch die Wiedergeborenen. Wo aber die Skorpiongeborenen Glück haben, auch wenn sie das nicht glauben, das ist die Liebepartnerschaft. Vorausgesetzt ist, dass sie nicht warten, sondern auf anderen zugehen. Gefühlen zeigen, Kontakte aufbauen oder ein Signal setzen wie ein Lächeln. Manchmal genügt das auch. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben immer noch diese Wandlung. Sie betrachten etwas mit anderen Augen und sie kommen auch zu neuen Erkenntnissen. Die Schützengeborenen befreien sich zurzeit von vielen, alles was stört.
von Kontakten oder Gewohnheiten oder Gegenständen, weil sie befinden sich gerade, ich könnte sagen, in dieser alchemistischen Wandlung. Was bedeutet diese alchemistische Wandlung? Die Alchemisten haben früher versucht, die Metalle zu verändern, veredeln, mit dem Ziel, Gold zu gewinnen. Und dieser Prozess können wir auf unserer seelischen Ebene auch verwenden. Und das ist unsere Charakterzüge, unseren Gefühlen, das sollen wir veredeln. Das Ziel ist bei uns auch das Gold und das Gold symbolisiert die Sonne. Und die Sonne hat einen Bezug zu unserem Selbst. Also an unserem Selbst zu arbeiten, uns im Glanz zu bringen, zu unserem Wert zu stehen und auch das Selbstliebe ist auch wichtig. Viele würden sie sagen, das ist doch alles so egoistisch. Wir sollen das mal natürlich betrachten, weil wenn wir im inneren Gleichgewicht, in unserem Werte und unserem zu uns diese Selbstliebe leben, dann sind wir glücklich und zufrieden mit uns selbst. Dann können wir davon andere auch was geben. Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft, Güte und auch Liebe. Also profitieren davon anderen Menschen. Umgekehrt könnte auch sein, wenn wir mit uns selber unzufrieden sind, da haben wir schlechte Laune. Und das verbreiten wir auch überall und das ist nicht so gut. Also wir sollen wirklich in diesem Prozess mal nachdenken, was bedeutet dieser alchemistische Prozess in seelischen Ebenen, unserem Charakterzüge, unserem Gefühlen zu veredeln. Und dieser Prozess haben gerade die Schützengeborenen. Auch wenn heute Einschränkungen da ist und sie sind nicht gerade in ihrem Gleichgewicht, in den kommenden Tagen kommt schon die Begeisterung und auch die Chancen und Möglichkeiten. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig, dass sie Anerkennung bekommen im Arbeit. Viele Steinbockgeborenen haben den Wunsch nach einem Neuanfang. Die Chancen, Möglichkeiten sind da, aber auch Hindernisse. Was ist diese Hindernis? Entweder sollten Sie noch etwas zu Ende bringen oder von etwas verabschieden oder loslassen. Das kann die Ängste sein. Also wichtig, angstfrei diesen Neuanfang starten. Wo die Steinbockgeborenen Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und das ist auch ein gutes Gefühl. Sie sollen auch gerade intuitiv handeln oder wenn Sie einen Traum haben und Sie haben das Gefühl, dieser Traum sagt etwas, dann bitte auf diese Traumbilder auch mal achten. Wenn jemand die Traumbilder nicht deuten kann, kann jederzeit zu mir wenden. Ich liebe das, ich kann das und ich deute sehr gerne die Träume. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist ein Aufstieg in beruflichen Ebenen und sie haben Ideen, weil sie auch umsetzen und sie haben Erfolg und sind auch wahrgenommen. Und die Tierkreiszeichen Fischen geborenen sollen auf Intuition hören, auf die Träume hören, aber das ist sehr vertraut für die Fischen geborenen, entspricht ihrer Natur und sie sollen auch in diesem Vertrauen bleiben. Das ist eine sehr schöne Liebesenergie für die Fischengeborenen, aber auch eine Heilenergie. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Was ich noch empfehlen möchte, das sind die Blitzberatungen, sind auch sehr beliebt. Wenn Sie Fragen haben, können auch jederzeit zu mir wenden. Schreiben Sie ein E-Mail und stellen Ihre Frage. Sie können diese E-Mail auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Heißt auch Blitzberatung. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.